Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Dominik Harapat. Ich bin der Spitzenkandidat der Partei Die Partei zur anstehenden Landtagswahl in Hessen und schicke mich damit an, Ihr Ministerpräsident zu werden. Dass durch die Agenda in diesem Land deutlich geworden ist, dass Reformprozesse nicht nur nötig, sondern auch möglich sind. Heute möchte ich mit Ihnen über etwas sprechen, das gemeinhin als die vierte Gewalt oder wie wir Politiker sagen, die Lügenpresse bezeichnet wird. Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass der journalistische Anspruch in den letzten Jahren rapide abgenommen hat und immer mehr von grüner Meinungsideologie zersetzt wurde. Folgerichtig kommt es in letzter Zeit vermehrt zu Übergriffen gegen Journalisten. Hier möchte ich ausdrücklich die Gießener Staatsanwaltschaft loben, die nur konsequent und richtig reagiert hat, indem sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Hessen-Camp-Schmieren-Journalisten Joachim Schäfer eingeleitet hat. Die Presse ist immerhin nicht dafür da, um den kleinen Mann auf der Straße bei verfassungsfeindlichen Aussagen zu filmen. Ich bin Nationalsozialist. Das ist nicht ihre Aufgabe. Eine gute Presse ist eine gute Berichterstattung, die eine richtige Meinungsbildung im Sinne der Politik zulässt und sollte entsprechend als Sprachrohr der Politik dienen. Die Systemmedien sind ein verkommener Sumpf aus Korruption, Unterschlagung und Lügen und diese Mafia verfolgt mittlerweile eine vollkommen eigene Agenda. Der Deutsche Journalistenverband bezeichnet beispielsweise das Vorgehen im Fall Schäfer als Verstoß gegen die Pressefreiheit. Ich werde das System heilen. Mit mir als Ministerpräsident Harapat können Sie sich wieder auf gut aufbereiteten Journalismus freuen, der einfach, klar verständlich ist und über das berichtet, was Sie interessiert. Helfen Sie mir, damit ich Ihnen helfen kann. Vielen Dank. Sie sollen hier weggehen! Was haben Sie, könnte trotzdem raus! Raus!